Moin mein YouTube und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich melde mich nach einer kleinen Pause wieder zurück. Und wir sind im Tanglewood Drive unterwegs. Ich kann schon mal so viel verraten, es wird eine Jagd geben. Denn wir werfen einen Blick auf die Aufgaben. Wir haben, reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherwerk, finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche und wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherwerk ab. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich den Michael Garcia besser räuchern kann als beim letzten Video. Gut, wir equippen uns, beziehungsweise ich equippe mich. Taschenlampe, EMF und Thermometer. Jetzt mit dem letzten Patch gibt es auch hier einen Bildschirmschoner, der erst weggeht, wenn man dicht dran geht. Das heißt, man kann aus der Ferne nicht mehr den Bildschirm beobachten. Gut, ich wüsste jetzt auch nicht, welchen großen Vorteil das gehabt hat. Gut, man hätte natürlich hier immer hin und her gucken können, aber das kann man auch so noch. Also, ich habe keine Ahnung. Falls ihr wisst, warum, gerne mal in die Kommentare schreiben. So, Breaker ist oben in der Garage. Dann schnappen wir uns den Schlüssel und verlieren auch gar nicht weiter viel Zeit. Es regnet. Wir haben unter 10 Grad auf der Map. Wir gucken mal, ob wir direkt am Anfang schon was hören. Ich würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr die Musikbegleitung findet während des Videos. Stört das, wollt ihr lieber mehr den Game Sound pur hören, wobei ich den irgendwie in den Aufnahmen immer ziemlich leise finde, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe in der Küche schon was gehört. Hier haben wir zumindest den Knochen. Und den Kürbis, okay. Schüsse des Grinsens einmal. Hier ist doch jetzt. Ja, EMF5, der Teller ist geflogen. EMF5, EMF3. Liegt ein Teller. Das sieht doch schon mal nice aus hier, der Kürbis. Cool. Ja, wir schleppen das mal raus. Wir lassen Thermometer hier. Ich schätze mal, er wird in der Küche sein. Schüsse des Grinsens, mal eins. Ja. Mal, wie man unschwer erkennen kann: Halloween-Event. 2023. Wir müssen so ein paar Zutaten sammeln und dann, ich glaube, in der neu konstruierten Map Campsite das Ganze dann zusammenbrauen, kochen und dann kriegt man ein kleines Goodie für die Vitrine. So, wir checken einmal Orbs aus der Hand. Hier in der Küche kann ich zumindest sagen, ist nichts. Und hier fliegt aber einer. Ja. Hier fliegt einer über dem Esstisch. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich im Van wieder bin. Generell, ja. Ist er eher hier. Er hat auch schon wieder irgendwo fröhlich geschmissen. Ich glaube, er hat auch gerade hier gegen die Scheibe geklopft. Im F3. So. Okay, das Licht ausgemacht. Ah, und da hat er mir einen Haucher gegeben. Alles klar. So, das Licht ist gut, dass wir es aushaben. Lassen wir auch mal aus. Dann kann ich euch im Van gleich nochmal zeigen, ja, wie der Orb durchs Zimmer fliegt. So, okay. Hat uns ein bisschen was gekostet. Hier, der Kamerablick. Und vorhin hatte ich ihn wirklich hier über dem Esstisch. Gerade sehen wir nur ziemlich viel Regen draußen am Fenster. Gut, jetzt sehe ich ihn hier gerade nicht. Aber er war da. Das kann ich euch sagen. Ja, er war da. Ich werde ihn auch schon einloggen. Wir werden ihn sicherlich nachher nochmal sehen. Ich nehme Dots mit. Ich nehme UV mit. Weil er ist ja doch ziemlich touchy. Das heißt, wir werden relativ schnell was kriegen. Dann gucken wir mal. Ich darf mich auf jeden Fall nicht wieder träumen lassen vor einem Geist, der... Ah, okay. Ich habe es auch wieder geschafft, es oben drauf zu stehen.
So. Klopfe gegens Fenster, klopfe gegens Fenster. Schön machen wir zu, dass er hier ordentlich was angrabbeln kann. Ja, das müssen wir gleich noch nachholen. Würde ich sagen. Das lassen wir einfach hier liegen. So. Und ja, machen wir gleich. So. Spiegel haben wir nicht. Gucken gleich noch, dass wir das verfluchte Objekt finden. Vielleicht ist es die Spieluhr. Da könnten wir damit auf jeden Fall die Jagd auslösen, wenn wir nicht bis dahin eh schon in Hunting Range sind. Ja, ah, da war gerade der Orb. Ganz kurz einmal hier beim Esstisch. Zeigt sich wirklich immer nur ganz, ganz kurz. Ah, hier vorne. Da fliegt er. Okay. Das haben wir. Dort haben wir... Oh, er schreibt gerade ins Buch. Sieht man, wie es fliegt. Hier. Ja. Und da... Ist da nur was geflogen oder waren das Dots? Ich fand, das hat schon eine kleine Silhouettenform gehabt, aber... ja, ich muss gleich einen kurzen Cut machen. Oder wenn ihr jetzt einen kurzen Cut gesehen habt, irgendwie... Auf einmal Alexa. Und spielte Kinderlieder. Ja, okay. Also, Orb. Buch und... ja, wir haben den Revy, wir haben Mara und Ty. Achso, genau. Wir können einmal hier. EMF ist raus auf jeden Fall. Ultraviolett ist auch raus. Gefriertemperatur, Dots oder Geisterbox. Wir können auch noch Geisterbox und Gefriertemperatur haben. Dann wäre es der Mimik. Ah ne, Quatsch. Der Mimik hat Ultraviolett, ist raus. Vergesst, was ich gesagt habe. Alles klar. Wir nehmen auf jeden Fall, was haben wir? Nochmal das mit und das mit. Dann gucken wir mal, ob er gesprächig ist. So. Den nächsten Step noch den Fotoapparat. Das soll ich heute gucken, haben wir hier. Das ist kein Versteck. Hier ist kein Versteck. Dann haben wir doch bestimmt hier im Kinderzimmer eins. Hier ist auch die Spieluhr. So, nachher dann wieder nicht hier hängen bleiben, wenn ich hier rumlaufen will. Oder haben sie das gefixt? Ja, man kommt jetzt besser rum. Tatsächlich. Das war einmal mein Tod, dass ich da in der Kiste hängen geblieben bin. Ja, ist so. Okay, ja, Spieluhr haben wir. Das heißt, hier brauche ich auch nicht mehr weiter nach Cursed Object suchen. Wir werden jetzt einmal einen der Dots hier platzieren. Einen der Dots da platzieren. So. Dann mit der Kamera nochmal ein Stück zurück, dass wir beide einen Blick haben. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du freundlich? Wie alt bist du? Der Breaker ist aus. Ja doch, ich hatte nur das Licht da hinten ausgemacht. Wo bist du? Bist du freundlich? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Gut, da wollte er jetzt nichts machen. Ja, da ist das Licht ausgemacht. Habe ich ihm angemacht wieder. Nochmal einen kurzen Sanity-Check machen. Ich werde Dots gucken, falls das zu lange dauert. Ich werde ein bisschen drauf gucken. Werdet ihr einfach einen kleinen Cut sehen, damit ihr euch da nicht langweilen müsst. So, ich habe das jetzt wirklich mal eine Zeit lang beobachtet. Da ist nichts durchgelaufen. Also, ich würde Dots einfach mal rausstreichen. Also, wie ich Geisterbox einfach mal aussehen würde. Mit Gefriertemperatur hätten wir einen Revenant. Das ist natürlich... ziemlich gefährlich wäre. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall auch schon Räucherstäbchen bereitlegen. Weil, ja, und Revy kann ich jederzeit jagen eigentlich. Das ist
normalerweise mit eines der aggressivsten Viecher überhaupt. Deswegen habe ich auch ein bisschen Schiss, jetzt mit der Kamera nur bewaffnet da reinzugehen. Aber gut, ich werde hier mal ein paar Räucherstäbchen platzieren. Einfach, dass wenn was kommt, ich schnell was aufnehmen kann und ihn somit noch räuchern kann. Oh, jetzt ist er noch mal ein bisschen aktiver. Ja, ein kurzer Blick schadet nicht. Vorhin, das, was ich dachte, dass es Dots waren, da ist wirklich eigentlich nur was geflogen. Also, da flogen hier die Teller hinten an die Scheibe. Von daher, wir machen gleich nochmal einen Temperaturcheck. 67%. Ich würde sagen, wir starten dann die Spieluhr. So, dass ich dann durchlaufen kann mit Räucherstäbchen. So, wir machen vorher nochmal ein Bild von der Spieluhr. So, da liegen Stäbchen. Buch, Knochen, ja, Kürbis machen wir auch mal bildbar. So, okay, dann haben wir soweit alles mal fotografiert. Genau, wir wollten, boah, es ist extrem warm. Der ist nicht mehr hier. -10 Grad. Auch hier. Ah ne, okay, jetzt fällt es schon wieder. Habe ich das zu weit in der Küche aufgenommen? Also ich finde es eigentlich für Gefriertemperatur, um ehrlich zu sein. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Bist du freundlich? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Sprich mit mir. Wo bist du? Wie alt bist du? Ja, gut. Das war aber unschön. Ja, haben wir eine Jagd gehabt. Die Aufgaben haben wir alle erfüllt. Schön, schön. So, für Kürbisfotos gibt es übrigens kein extra Geld. Ich habe schon wieder gedacht, ich habe es verkackt. Na. Also er war auch bei mir im Raum. Okay. Fuck. Wir nehmen erstmal. Wir können ihn ja über die Spieluhr immer noch triggern. Beziehungsweise wir müssen es jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was es ist. Ich meine, habe ich es diesmal nicht verkackt. Okay, okay. Ja, wie gesagt, ich habe mir vorhin hier die Dots Ewigkeiten angeguckt. Ich weiß nicht, ob die blöd sitzen, aber eigentlich sind das so Bereiche, wo er easy durchlaufen muss. Ich meine, ich kann es nochmal probieren, dass ich den einen nochmal ein bisschen nach vorne hole und die Kamera da hinten aufstelle. Beziehungsweise nochmal eine zweite Kamera mit reinnehme. Wir können nochmal Salz mitnehmen. Einfach, dass wir davon dann noch ein Bild machen können. Tja, er hat auf jeden Fall ordentlich mit Sachen rumgeschmissen. Jetzt müsste ich mir... Ja, weiß nicht. Also ich bin immer noch beim Revy, aber... Ja.
Über die Geisterbox, die habe ich jetzt ziemlich lange besprochen. Dort, wie gesagt, habe ich mir lange angeschaut, aber nichts zu sehen. Hat er jetzt eigentlich die Sicherung rausgeknackt? Ja. Okay, dann müssen wir einmal nochmal den Breaker anmachen. Dass wir auch verlässliche Temperaturangaben haben. So, ich stelle das nochmal. Okay. Ach, Scheiße. Okay, wie war's? Wie ist denn von hier der Blick? So, das ist gut. Dann würde ich den nochmal einen Tuck nach vorne holen. Nochmal Salz hier hinstreuen. Kamera haben wir hier. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Fast 10 Grad. Gut, hier wird es nochmal deutlich wärmer. Aber können die nicht Freezing schneller geben? Das ist echt nervig. Muss ich sagen. Das ist echt nervig. So. Auch hier ist die Temperatur permanent gut. Hier auch. Und wir können auch mal in den Keller gucken. Gefällt sie auch. Aber nicht so sehr, dass ich jetzt die Atem sehe, oder? Doch. Er ist im Keller. Hat er den Raum gewechselt? Oder droppe ich jetzt gleich unter 0 Grad? Ja, wir sind schon bei 1 Grad stehen geblieben. Das heißt aber, wir müssen ja unten nochmal unsere Dots aufstellen. Oh Mann, kam das jetzt durch die Jagd? Ist das eigentlich so standardmäßig, dass sie durch Jagden dann anfangen zu roamen? Den Raum zu wechseln? Weiß es nicht. So, also. Ja, ich hab's schon wieder zu hoch gestellt. Nein. So. Eine Kamera kommt dahin. Die zweite Kamera werde ich hier rechts platzieren beim Kühlschrank oder Schaukelstuhl. Ja, jetzt lasse ich es. So, erster Dotz. Okay, dann muss ich aber auf jeden Fall die Geisterbox auch nochmal probieren. Doch die könnte dann schon wieder komplett für die Katze sein. So. Temperatur. Ist es immer noch knapp über 0 Grad. Kann natürlich sein, dass er schon einen kleinen Moment da unten ist. EMF war ja eh schon raus. Ding ist auch. Achso, wir müssen das Licht natürlich ausmachen. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt? Ja, okay, perfekt. Geht doch, Kollege, geht doch. Ich meine, wir können natürlich noch mal ein cooles Geisterfoto machen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alle drei Sachen. Ich bin das letzte Mal ja schon mal verreckt. Können die nämlich mit der Spieluhr anlocken. Und dann. Dadurch wird eine Jagd gestartet. Ach komm. Ja, man hat es auch gerade hier gesehen. Hier fliegt der Orb schön durchs Beet. Ist er echt nochmal einen Stockwerk nach unten gegangen. Gut. Aber wir haben jetzt doch keine Freezing, sondern wir haben die Geisterbox und damit eine Mare. Geister. Was macht denn der Mare? Der Mare ist die Quelle von allen Albträumen. Sie wird bei Dunkelheit am stärksten. Stärken. Almara hat eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Schwächen. Schaltet man die Lichter um eine Mara ein, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Ja, wir waren schon ziemlich viel im Dunkeln. Das passt schon. Ja, ist okay. Gut. Abfahrt.
Es war eine Mare. Hast du gesagt, perfekt. Haben wir gut ermittelt. Paar schöne Bilder gehabt. Auch die Jagd an die Versprochene natürlich. Auch wenn ich sie da eigentlich noch nicht eingeplant hatte, aber ging ja gut dadurch, dass ich die Räucherstäbchen schon mit reingeschleppt habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und dann natürlich auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut. Ciao.